So, die Antonietta ist bei uns. Sie hatte vor einigen Monaten ihre Operation bei Dr. Umut Egemann in Istanbul und sie hat sich dafür bereit erklärt, ein paar Fragen zu beantworten bzw. Informationen zu geben, wie das Ganze für sie verlaufen ist. Dafür danke ich erstmal im Voraus und stelle gleich die erste Frage, wann sie die Operation hatten und welche OP sie hatten. Ich hatte Bauchstrafen. Ja. Und, soll ich sagen, wie ich vorher ausgesehen hat? Das war sehr hässlich. Also und heute bin ich ja richtig begeistert. Ich kann mich auch mal zeigen bei den Leuten. Und ich bin sehr zufrieden. Die Leute in Istanbul waren sehr, sehr, sehr nett. Kann ich sehr laut sagen und weiterempfehlen. Und ja. Was ich hier erwähnen möchte, ist, Sie sind ja selber Krankenschwester. Ja. Ne? Und deswegen können Sie ja auch so ein bisschen das System in Deutschland mit der Türkei vergleichen. War das für Sie? Viele haben immer das Bedenken oder denken immer, dass das nicht gleich ist oder dass das Niveau oder die Kompetenz einfach vielleicht in der Türkei niedriger ist. Haben Sie es auch so empfunden? Nein, oder? Nein. Also viel besser als Deutschland. Viel, viel besser. Also die Krankenschwestern sehr, sehr nett, nicht diese, und wie wir manchmal so ja. In Deutschland sind. Nicht so abgehoben? Nein, also. Die haben ihre Leistung, ihre Arbeit gemacht? Ja, sehr, sehr gut sogar. Ja. Ja. Der Doktor sowieso? Der Doktor sowieso, den werde ich eh heiraten. Und Sie planen auch schon die nächste Operation, glaube ich? Ich plane schon die nächste Operation, ja. Und ich freue mich auch schon wieder in Istanbul zu sein. Super. Sie hatten, wie gesagt, eine Bauchdeckenstraffung und Adjunita ist aus Frankfurt extra angereist, muss man dazu sagen. Nach ihrer Nachtschicht hat sie mir gerade erklärt, was wirklich faszinierend ist. Nur um halt den Doktor nochmal zu sehen, einfach nochmal halt zu gucken und eventuell auch die neue Übernahme haben sie, glaube ich, auch schon besprochen. Ne? Genau. Super. Meine Tochter. Ja, ihre Tochter. Also die war auch mit mir und sie hatte auch Busen-OP und Nase-OP und sie sieht richtig schön aus. Und sie ist sehr, sehr zufrieden. Und jetzt sollte ich auch der Doktor viel Grüße geben. Sehr schön. Es freut uns wirklich zu hören. Vor allen Dingen freut mich das persönlich, dass Sie so einen weiten Weg nochmal gekommen sind. Sie sind raus aus der Nachtschicht. Ja. Haben sich in den Zug gesetzt, haben noch eine Freundin mitgebracht, 5 Stunden Weg auf sich genommen. Und jetzt geht es nochmal 5 Stunden zurück. Ja. Vielen, vielen Dank. Das lohnt sich. Dankeschön, bitte. Freue mich sehr.